Es ist wirklich ein super schauriger Anblick. Am Ropkund-See im indischen Himalaya liegen hunderte alte Skelette. Die Toten geben Forschungsteams weltweit schon seit längerer Zeit große Rätsel auf. Woher kommen sie und warum mussten diese vielen Menschen dort sterben? Nun wurden die alten Skelette erstmalig untersucht, unter anderem mit Hilfe von DNA-Analysen. Die Ergebnisse sind verblüffend, doch gleichzeitig geben sie Fachleuten nur noch mehr Rätsel auf. Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Also, los geht's mit dem Geheimnis der Toten am einsamen See. Herzlich willkommen. Nicht umsonst trägt der Ropkund-See, der mal als 5000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, auch den Spitznamen Mystery Lake oder Skeleton Lake. Im Jahr 1942 wurden hier nämlich am Ufer Skelette entdeckt und das nicht so knapp. Es handelt sich um hunderte von Toten, die Forschungsteams weltweit große Rätsel aufgeben. Dazu der indische Wissenschaftler Nirai Rai. Es gibt viele unterschiedliche Annahmen darüber, wer diese Menschen waren, was sie zum Ropkund-See führte und warum sie hier starben. Einer lokalen Legende zufolge handelt es sich um eine Pilgergruppe, die der zornigen Göttin Nanda Devi zum Opfer gefallen ist. Oder handelt es sich vielleicht um Soldaten oder um Mitglieder einer Expedition, die durch einen Schneesturm ums Leben kam? Eine äußerst mysteriöse Sache, denn schließlich liegt der nur 40 Meter große See ja in einem ziemlich entlegenen Gebiet. Ein internationales Forschungsteam hat sich jetzt zusammengeschlossen und Knochenproben von mehr als 70 Skeletten genauer untersucht. Dazu nutzen die Fachleute verschiedene Methoden, unter anderem DNA-Analysen, die Radiokarbondatierung und Isotopenmessungen. Diese biomolekularen Analysen enthüllen überraschende Ergebnisse. Bei den Toten handelt es sich nicht um Verwandte und es befinden sich etwa gleich viele Frauen und Männer darunter. Höchstwahrscheinlich handelt es sich also weder um eng verwandte Pilger oder eine große Familie, noch um eine Expedition oder eine Armeeeinheit. Doch der Bericht zeigt noch ein weiteres spannendes Ergebnis. Dazu der Forscher Kumarasamy Thangarai. Erst durch die Sequenzierung der mitochondrialen DNA von 72 Skeletten wurden wir auf deren unterschiedliche Abstammung aufmerksam. Obwohl viele der Individuen mitochondrielle Haplogruppen besitzen, die typisch für die aktuelle Bevölkerung Indiens sind, konnten wir dennoch eine große Gruppe mit Haplogruppen feststellen, die charakteristisch für Bevölkerungsgruppen aus Westeurasien sind. Heißt also im Klartext, die Genetik der Skelette zeigt, dass die Toten nicht nur aus der näheren Umgebung des Sees stammen, sondern aus ganz unterschiedlichen Regionen des Subkontinents. Eine Überraschung sogar für das Forschungsteam selbst. 14 Tote kommen dem Bericht zufolge sogar aus dem Mittelmeerraum. Das legt die typische Gensignatur nahe. Genetisch sind sie mit den heutigen Bewohnern von Kreta und Griechenland verwandt. In der kleinen Stichprobe der bisher untersuchten Skelette fand sich sogar ein Toter, der aus Südostasien stammt. Auch eine Ernährungsanalyse zeigte, dass die Toten vom Ropkund-See unterschiedliche kulturelle Identitäten aufweisen. Dazu die Forscherin Ayushi Nayak vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte aus Jena. Individuen, die der Gruppe aus Indien angehören, hatten eine stark wechselnde Ernährung, die in unterschiedlichem Maße auf Hirseanbau basierte, was in Übereinstimmung mit den genetischen Ergebnissen steht, dass sie einer Vielzahl von sozioökonomischen Gruppen aus Südasien angehörten. Auch zur Todesursache konnte die große Analyse einige Fragen klären. Bakterielle Erreger als Todesursache können es beispielsweise nicht gewesen sein, so die detaillierten Untersuchungen. Ausgeschlossen werden kann auch, dass die Toten bei einem einzigen Ereignis zur selben Zeit umgekommen sind. Die Laboranalysen zeigen, dass zwischen den Toten aus dem Mittelmeerraum und den Toten aus Indien rund 1000 Jahre liegen. Im 17. bis 20. Jahrhundert kam wohl die Gruppe aus dem Mittelmeerraum zu Tode. Der Tod der indischen Gruppe passierte dagegen bereits im 7. bis 10. Jahrhundert. Mindestens zwei Ereignisse, die unabhängig voneinander vorgefallen sind, müssen also zu den Skeletten vom Ropkund-See geführt haben. Bezüglich der indischen Toten äußert das Autorenteam in der aktuellen Studie eine Vermutung. Der Ropkund-See liegt zwar an keiner großen Handelsroute, aber er ist Teil einer Pilgerroute der Nanda Devi Rai Latwal-Fahrt, die noch heute alle 12 Jahre stattfindet. In Tempeln der nahen Umgebung wurden Inschriften gefunden, die nahelegen, dass diese Pilgerreisen bereits vor 1200 Jahren stattgefunden haben. Bei solch einer Wallfahrt könnte zumindest ein Teil der indischen Toten umgekommen sein. Ein Rätsel dagegen bleibt, wie die zweite Gruppe aus dem Mittelmeerraum umgekommen ist. Unwahrscheinlich, dass auch sie Teilnehmer einer hinduistischen Reisegruppe gewesen sind. Dazu heißt es in der Studie, stattdessen sprechen die Daten dafür, dass wir hier eine Gruppe von nicht miteinander verwandten Männern und Frauen haben, die während der Zeit der
Ottomanenherrschaft im östlichen Mittelmeerraum geboren wurden. Doch warum kamen sie an den entlegenen See und wie kamen sie dort um? Diese Fragen müssen durch weitere Untersuchungen geklärt werden. Die Analysen zeigen jedenfalls, dass Menschen aus der ganzen Welt Interesse am Robkundsee im Himalaya hatten und als Besucher zu ihm kamen. Es bleibt also weiterhin sehr, sehr mysteriös. Ein mysteriöses UFO an der Sonne oder etwas Ähnliches hat Neugierzone entdeckt. Was ist es? Anklicken, anschauen und den Kanal mit zahlreichen sehr mysteriösen Videos anschauen. Bis dann. Bleibt dran.